Neues aus der Vorteilswelt der Salzburger AG. Neuer EO-Bus ab Dezember 2019 im Einsatz. Und HTL Heilern visiert mit Hilfe der Salzburger AG den nächsten Energy Club an. Und somit herzlich willkommen bei unserem Magazin. Als Zahnproduktkombikunde haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Vorteile aus der Vorteilswelt zu nutzen. Die Vorteilswelt ist eine App, die Sie über die gängigen Stores downloaden können. Wir haben uns mal im Pinsker umgesehen, welche 1&1-Produkte Sie dort testen können. Wir sind heute im schönen Pinsker unterwegs und probieren drei Angebote von der Salzburger Vorteilswelt-App aus. Wie man sieht, spürt das Wetter leider nicht so mit, aber das macht überhaupt nichts, weil jetzt werden wir mal eine Runde mit dem schönen Dampfzug dran. Und dann haben wir gesagt, passt das Wetter perfekt, dass wir ein bisschen Wellnessen gehen. Wir gehen ins Dauernspa, weil da gibt es auch ein Angebot von der Vorteilswelt. Und dann, bevor wir wieder nach Salzburg zurückfahren, stärken wir uns noch in der Dauernhex und werden auf eine Pizza gehen. Die Angebote sind alle 1+1 gratis, deswegen habe ich die Maggie mitgenommen und wir werden das heute einmal ausprobieren. Flo ist Dampfzugführer da bei der Pinsker Lokalbahn. Flo, die Magdalena und ich, wir haben uns gerade eine Dampfkesselwurst bestellt und jetzt interessiert uns brennend, was hat es mit so einer Dampfkesselwurst auf sich? Ja, das ist eine Wurst, die wird bei uns auf dem Dampfkessel zubereitet, in Alufolie eingewickelt und speziell für uns gemacht. Wirklich auf dem Dampfkessel, mit dem auch dann der Dampfzug angetrieben wird? Jawohl, richtig. Das ist genau der Kessel, wo der Horzer und der Dampfzug verfahren sind und da wird die draufgelegt zum Erwärmen. Und zwar, wir würden gerne den Gutschein von der Salzburger Vorteilswelt-App einlösen. Das ist 1+1 gratis. Wir sind jetzt mega entspannt, haben drei gechillte Stunden da im Dauernspa verbracht und sind jetzt so richtig hungrig geworden und werden jetzt eine Pizza in der Dauernhex ausprobieren. So, das war unser Tag in Pinzgau mit der Salzburger Vorteilswelt. Alle weiteren Infos und Informationen finden Sie direkt in der Vorteilswelt-App. Ab 15. Dezember 2019 wird die bestehende Linie 5 bis nach Grödig verlängert. Auf der zusätzlichen Strecke wird ein innovativer EO-Bus eingesetzt. Der EO-Bus ist mit einem intelligenten Energiemanagementsystem ausgestattet. Bitte einsteigen. Die Linie 5 fährt vom Hauptbahnhof durch das Herz von Salzburg und zählt schon jetzt zu einer der beliebtesten der Stadt. Mit Sicherheit wird die Linie 5 jetzt aber noch beliebter. Denn aus ihrem O-Bus wird ein E-O-Bus. Mit seiner hochmodernen Technik kann der E-O-Bus von der Oberleitung abdocken und ausschließlich mit Batterie fahren. Von der Stadtgrenze bis nach Grödig und wieder zurück. Sie als Passagier können damit einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt leisten. In den neuen, komfortablen Bussen bequem in die Stadt zur Arbeit pendeln. Oder die vielen Highlights genießen, die Grödig und seine Umgebung zu bieten haben. Von der Wallfahrtskirche, der Untersbergbahn bis hin zu lokalen mit regionalen Schmankerln. Steigen Sie doch ein in den neuen EO-Bus. Wir freuen uns auf Sie. Salzburger AG, wo Zukunft ins Leben kommt.
Wir bleiben gleich bei der E-Mobilität. Über E-PKWs haben wir schon das eine oder andere Mal berichtet, über E-LKWs allerdings noch nicht wirklich. Auch hier kommt die Ladeinfrastruktur von der Salzburg AG ins Spiel und wir haben uns das Ganze einmal etwas genauer für Sie angesehen. Los geht es um 6.30 Uhr in der Früh mit der Beladung des Fahrzeuges. Ist ein normaler, im Prinzip ein normaler Lastwagen, nur dass er halt wesentlich mehr Drehmoment hat und durch das eher rumkommt wie ein Sportwagen. Im Sommerbetrieb kommt man im Praxistest ca. 150 km, im Winter sind es ca. 120. Also so viel Reichweite, wie sich für die Zustellung an einem Tag ausgeht. Gleich freuen sie, weil sie ein E-LKW sehen, wo kein Ruß rausgeht. Und das ist auch ein entscheidender Grund, auf E-Mobilität umzusteigen. Aus diesem Grund ist bei Quemberger auch noch ein E-Sprinter im Einsatz. Das Wichtigste in der Früh, der Kaffee. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt hängen wir ihn wieder an. Und dann geht's ab nach Hause. Und somit bekommt King of the Road eine neue Bedeutung. Die Ladeinfrastruktur auch für E-LKWs kommt natürlich von der Salzburg AG. Und mehr Informationen dazu bekommen Sie auch auf unserem Stand bei der Ionica Zell am See zwischen dem 21. und 23. Juni. Wir machen jetzt einen kurzen Blick zur Energieberatung. In der heutigen Ausgabe befassen wir uns mit der Beleuchtung. Die LED-Technik hat die gute alte Glühbirne schon lange abgelöst. Eine LED-Birne, wie wir sie hier sehen, verbraucht nur ungefähr ein Zehntel der Energie einer herkömmlichen Glühbirne. Auf den Verpackungen der LED-Birne gibt es die Angaben über die Lebensdauer, über die Schaltzyklen, über die Dimmbarkeit und über die Lichtstärke, die man dann umrechnen kann auf die herkömmliche Glühbirne. Wichtig ist auch noch die Lichtfarbe. Wir sprechen hier im Wohnbereich von einem warmweißen Licht und überall dort, wo es um Sicherheit geht, von einem neutralweißen Licht. Dieses neutralweiße Licht wird dann eher in Stiegenhäusern und im Außenbereich verwendet. Hier geht es um die richtige Einstellung der Bewegungsmelder. Ein Tipp dazu, man kann sich von unten herantasten, damit diese Lampe so wenig wie möglich leuchtet und nur dann, wann sie wirklich benötigt wird und nicht die ganze Nacht durchbrennen muss. Wir machen jetzt einen kurzen Blick in den Tennengau, genauer gesagt nach Hallen zur HTL. Dort werden mit Unterstützung der Salzburger immer wieder innovative Projekte umgesetzt. Diesmal geht es um die Fernwärme. Innovativ, sparsam und als World Changer in die Zukunft zu starten, ist der HTL Hallen besonders wichtig. Dieses Engagement hat der Schule schon einige regionale und nationale Energy Globes eingebracht. Aber worum geht's? Die Optimierung, Visualisierung und die Analyse von Energieströmen ist einer der Schwerpunkte in Sachen Nachhaltigkeit in Hallein. Grundsätzlich geht es um Projekte, die nach der Matura nicht einfach ins Leere laufen, sondern auch in der Schule angewendet werden. So kann man sich jährlich mehrere tausend Euro an Energiekosten einsparen. Derzeit ist man dran, die Fernwärme in der Schule zu optimieren. Das geht mittels der Analyse von Lastspitzen. Ja, unser Problem war, wie wir die ersten Analysen gemacht haben. Wir haben also hier genau ausgewertet, wo wir Lastspitzen haben, dass wir gesehen haben, dass dieses Heizungsventil, was wir hier sehen, da unten, mit sehr großen Schaltzyklen und mit sehr großen Durchflüssen uns Lastspitzen hier produziert, die wir eigentlich in der Physik der Heizung gar nicht brauchen. Dieses Problem kriegen wir interessanterweise relativ leicht in den Griff, indem wir dieses Heizungsventil, das in dem Fall eigentlich zu groß dimensioniert ist, durch ein kleineres ersetzen. Und damit kriegen wir diese Spitzen weg und fahren dann hier in einer vernünftigen Größenordnung. Und das wirkt sich natürlich an dem Verbrauch ganz essentiell aus. Die Analyse und Visualisierung von Energiedaten scheint relativ einfach zu sein. Trotzdem gab es hier mehrere Probleme und Herausforderungen, die die Schüler bewältigen mussten. Erst einmal zu erfassen und die ganzen Komponenten zu verstehen, nachher softwaretechnisch aufzuzeichnen und zu visualisieren und schlussendlich auch zu analysieren, dass man eben die Energiefresser an der HTL Hallein gut erkennt. Hier haben auch mehrere Zweige in der Schule zum Erfolg beigetragen.
unter anderem der EDV-Unterricht. Die Aufgabe war es, unterschiedliche Hardwaregeräte und Sensoren in ein Gesamtsystem einzubinden. Unterschiedliche Driver, Hersteller, eine Menge von Daten und Programme haben das nicht gerade erleichtert. Das heißt, das ist ein weites Betätigungsfeld eigentlich für die Informatik. Wir haben Netzwerktechnik eingebunden, wir haben Softwareentwicklung eingebunden, Algorithmentechnik, wir haben Hardware eingebunden. Also es war eine riesige Problemstellung, die sich in einzelne Teile dann zergliedert hat, die aber alle in den Bereich Informatik, Lehrgang der HTL Hallein reinfallen. Die gewonnenen Ergebnisse aller Einsparungen, die bis jetzt in der HTL Hallein realisiert wurden, werden auch über Monitore sichtbar gemacht. Es ist interessant, dass die Leute vor dem Monitor stehen und sich gegenseitig unterhalten und fragen, ja, wie funktioniert das eigentlich, wie habt ihr das geschafft, dass ihr diese Systeme alle in ein Bild gebracht habt, so in einzelne Bilder gebracht habt. Die Salzburg sieht ihre Rolle in der Kooperation mit der HTL Hallein als Unterstützer, dass man gemeinsam eine Schule effizient macht. Und deswegen arbeiten wir seit 2010, 2011 gemeinsam immer wieder Projekte ab mit tollen Schülern, die eigentlich die Hauptarbeit leisten. Und mittlerweile kann man sagen, die Erfolge sind da, die Einsparungen sind da. Die Schule und die Salzburger AG sparen sich wirklich Aufwand und Kosten. Und das ist eigentlich der Riesenvorteil und unsere Motivation, da engagiert zu sein. Durch dieses Engagement wurde gemeinsam die Ursache ermittelt und auch die Lösung gefunden. So kann sich die HTL Hallein gesamt ca. 5.000 Euro im Jahr einsparen. Mehr zu den Schulprojekten der Salzburg AG finden Sie auch im Internet. Wenn Sie Zahnproduktkombikunde der Salzburg AG sind, können Sie sich die Vorteilswelt-App aus dem Internet laden. Welche 1+1 Vorteile Sie derzeit im Pinzgau erleben können, das zeigen wir Ihnen gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.